Herzlich willkommen wieder zu Wahrscheinlichkeitstheorie. Martingal-Konvergenzsätze, also zumindest die fast sicheren und die LP-Konvergenzsätze, die hatten wir ja die letzten beiden Male. Heute kommt noch der zentrale Grenzsatz für Martingale. Da geht es um schwache Konvergenz. Und zwar so ähnlich wie beim zentralen Grenzsatz eben. Nur wenn wir sehen, können wir da diese Annahme beim zentralen Grenzsatz, dass die Summe, über die wir da eine Grenze aussagen wollen, dass die nicht mehr unbedingt unabhängig sein muss, aber es muss eben eine gewisse Martingalstruktur haben. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt an. So, also zum zentralen Grenzsatz für Martingale. Hier habe ich das Theorem hingeschrieben und hier ist schon das erste Beispiel. Und zwar das Beispiel da unten ist einfach der ganz übliche zentrale Grenzsatz für unabhängig identisch verteilte Zufallsgrößen. Also, was sagt der zentrale Grenzsatz für Martingale? Da geht es um was, ja, um eine Folge von Martingalen. Geht es hier m oben n, ist eine Folge von Martingalen. Und die x, die ich hier habe, sind einfach Martingal-Differenzen. Also nth Martingal, die Differenz zwischen Zeitpunkten t minus 1 und t. Dann weiß man beispielsweise schon, Erwartungswert von xt oben n muss auf jeden Fall 0 sein. Und noch was muss gelten, damit am Ende dann das nth Martingal ausgewertet zu einem Zeitpunkt tn, die gegen unendlich geht, habe ich noch zugeschrieben, gegen den x konvergiert, dass n 0 Sigma Quadrat verteilt ist. Dazu wäre es ja schon mal ganz schön, wenn die Varianz hiervon auch ungefähr Sigma Quadrat ist, wenn man die Varianz hiervon ausrechnet, dann kommt man darauf, dass es gerade dieses, das ist nämlich dann die quadratische Variation, die ich hier eigentlich ausrechne, und die konvergiert gegen Sigma Quadrat. Das heißt, Sigma Quadrat ist die approximative Varianz von diesem Martingal ausgewertet zum Zeitpunkt tn. Und noch was muss sein, was wir beim üblichen zentralen Grenzsatz nämlich auch hatten. Es muss, also es darf kein Summand hier in der Summe, kein Summand darf zu groß sein. Und das ist die Bedingung hier. Also Erwartungswert Maximum der Summanden muss gegen 0 gehen. So, und angenommen, wir hätten dieses Theorem jetzt schon. Wie wird denn dann der übliche zentrale Grenzsatz dann daraus folgen? Das ist jetzt dieses Beispiel hier. Da habe ich die xi's sind unabhängig identisch verteilt, Erwartungswert ist 0, Varianz Sigma Quadrat. Und das mth Martingal, mt oben n, ja gut, das ist hier das, wenn ein t steht, jetzt habe ich hier ein tn hingeschrieben. Ich summiere einfach diese xs auf und teile sie durch Wurzel n. Und tn ist n, also ich mache die Summe von n Stück und teilt durch Wurzel n. Die x hier, die haben Erwartungswert 0, Varianz Sigma Quadrat. Dann hat mtn oben n, wenn Sie die Varianz ausrechnen, gerade Sigma Quadrat. Und diese zweite Bedingung hier, ja, die sieht man auch sofort ein. Also wie ist es? Xs oben n zum Quadrat. Da muss ich also xs Quadrat hernehmen durch n, weil das xs von xs oben n von hier ist xs durch Wurzel n hier. Das heißt, was hier steht, ist einfach ein Entel Summe bis n über xs Quadrat, Gesetz der großen Zahlen, das konvergiert gerade gegen Sigma Quadrat. Also die zweite Bedingung hier, die ist automatisch erfüllt. Und bei der ersten müssen wir nochmal gucken, da muss man ein bisschen rumrechnen. Das erste, was ich brauche, ist nämlich folgendes Ergebnis. Ich weiß, die x hier, die haben endliches zweites Moment. Um das zweite Moment auszurechnen, könnte ich zum Beispiel so machen, Integral t mal Wahrscheinlichkeit, dass Betrag von x1 größer als t ist. Das ist endlich. Und das heißt, dass der Integrant hier schneller als 1 durch t fällt. Oder auch t² mal der Wahrscheinlichkeit geht gegen 0.
Genau, und weil das so ist, kann ich jetzt dieses hier mal hinschreiben und xs oben n ist ja xs durch Wurzel n. Ich muss also diesen Erwartungswert hier kontrollieren und der muss irgendwie gegen 0 gehen. Ja, Erwartungswert von irgendwas ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwas größer als ja, nicht t mal Wurzel n, sondern einfach Wurzel n, so brauche ich es ja, ist. Das heißt, das t, was ich hier da irgendwie reinschreibe, das gibt es gar nicht. So. Ah, halt, 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 es gibt es doch. Kommando zurück. Gibt es doch. Darüber integriere ich ja gerade. Also, Erwartungswert darüber ist Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ding hier größer als t ist und es dann summiert. Also gerade so. Wenn ich das Wurzel n hier auf die andere Seite bringe. Ja, wann ist das Maximum von Zufallsgrößen von Unabhängigen größer als irgendwas? Wenn mindestens einer größer ist. Also 1 minus keiner ist größer. Und das habe ich hier hingeschrieben. 1 minus. Und hier muss die Wahrscheinlichkeit stehen, dass keiner dieser Zufallsgrößen größer als t durch t mal Wurzel n ist. Ja, und hier ist was Triviales passiert. T Quadrat n habe ich hier erweitert. Und hier steht die Wahrscheinlichkeit, ja, dass x1 größer als t durch Wurzel, t mal Wurzel n ist. 1 minus ist eben dann kleiner gleich. Also stimmt das. Und hoch n, weil ich halt n Stück habe. Die Erweiterung mit t Quadrat n habe ich deswegen gemacht, weil ich ja hier schon gesagt habe, t Quadrat mal irgendwas geht gegen 0. Das heißt, wenn n groß wird, dann geht der Zähler hier gegen 0. Habe aber jetzt hier noch t Quadrat n hoch n. Das heißt, wenn es oben hier gegen irgendwas gehen würde, würde das Ganze hier gegen e hoch minus den da oben gehen. Jetzt geht es da oben aber gegen 0. Dann geht das Ganze hier gegen e hoch 0, also gegen 1. 1 minus 1 ist 0. Ja, das Ganze ist dann auch noch eine monotone Konvergenz. Das heißt, der Integrant hier geht monoton gegen 0 und dann geht also das Integral gegen 0. Wir haben also das erste hier nachgeprüft auch, das zweite gilt auch und haben gesehen, dass der übliche zentrale Grenzersatz einfach nur ein Spezialfall ist für den zentralen Grenzersatz für Martin Gahle hier. Genau. Aufgabe für das Video ist jetzt also, das Theorem hier zu beweisen und ein Beispiel gibt es zum Ende dann auch noch. Es gibt zwei Lemmas, die wir brauchen. Das ist das erste, weil wir am Ende im Beweis wieder charakteristische Funktionen hernehmen und die zerlegen werden, nämlich in solche Ts und solche Us, um die es hier geht. Worum geht es hier? Ich habe Us, die sollen in Wahrscheinlichkeit gegen U, klein U konvergieren. Ich habe Ts. Die sollen gleichgradig integrierbar sein. Und zwar so, dass auch tn mal un gleichgradig integrierbar ist. Und ich will, dass Erwartungswert von tn gegen 1 geht. Und die Schlussfolgerung ist dann geht der Erwartungswert von tn mal un, ja, tn geht gegen 1, un geht stochastisch gegen u, geht dann auch gegen u. Also, ja, genau, so. Was muss ich da eigentlich zeigen? Ich behaupte, ich muss eigentlich, also ich bin fertig, wenn ich zeige, dass Tn mal Un minus U stochastisch gegen 0 geht, weil wenn es stochastisch gegen 0 geht, dann ist es so wegen zweitens, ja, Tn mal U ist gleichgradig integrierbar, TNU ist auch gleichgradig integrierbar. Das heißt, aus der stochastischen Konvergenz und der gleichgradigen Integrierbarkeit folgt dann auch die L1-Konvergenz. Insbesondere auch die Konvergenz der Erwartungswerte. Also Erwartungswert davon geht gegen 0. Und der Erwartungswert von TN mal U, ja, der ist halt, geht gegen U. Und deswegen geht dann auch der Erwartungswert von TNUN gegen U. Das heißt, eigentlich muss ich nur noch das hier zeigen.
Ja, wie geht es? Erstmal brauche ich eine Abschätzung für Epsilon größer 0. Sei k so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Betrag von Tn größer als k kleiner als Epsilon ist, und zwar für alle n. Das kann ich deswegen so machen, weil die Tns ja gleichgradig integrierbar sind. Deswegen finde ich sowas. Deswegen finde ich so ein K. Und jetzt kann ich nämlich Folgendes schreiben: Lim sub der Wahrscheinlichkeit, dass Betrag von Tn un minus u größer ist als Epsilon. Ja, da habe ich sozusagen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Produkt aus zwei Sachen größer als eine Zahl ist. Und das Epsilon, ich könnte mir das mal auch so schreiben, ja, Epsilon durch Groß K mal K. Wenn ein Produkt von zwei Zahlen größer ist als ein Produkt von den zwei Zahlen, dann muss es so sein, dann ist entweder ein Faktor größer als der eine Faktor oder der andere Faktor ist größer als der andere Faktor. Anders geht es ja nicht. Das heißt, wenn das der Fall ist, dann ist entweder un minus u größer als Epsilon durch k oder der andere Faktor, also Betrag von Tn, größer als k. Das hier hinten haben wir gerade ausgeschlossen, das ist kleiner als Epsilon. Und un minus u größer als Epsilon durch k, ja gut, un geht stochastisch gegen klein u, das heißt, das geht gegen 0, da kommt also raus kleiner gleich Epsilon. Genau, und damit folgt dann schon die stochastische Konvergenz, die ich gerade will, nämlich Tn mal u minus u geht stochastisch gegen 0. Genau. Und damit haben wir dieses Lemma schon mal bewiesen. Und das nächste Lemma ist einfach eine Abschätzung der Exponentialfunktion, nämlich hier so eine Abschätzung. E hoch ix für kleine x ist eigentlich ja so gut wie 1 plus ix. Und hier ist noch ein erster Federterm, e hoch minus x Quadrat halbe plus irgendein r, das gegen 0 geht. Und zwar, das r geht sogar, ist höchstens so groß wie x hoch 3. Ja, und die zweite Abschätzung, die ist eigentlich auch trivial. 1 plus ix kleiner gleich e hoch x Quadrat halbe. Ja, die mal ganz kurz zuerst. Da schreibe ich nämlich ein Quadrat hin. 1 plus ix zum Quadrat. Ja, was ist 1 plus ix zum Quadrat? Das ist nämlich 1 plus x Quadrat. Und dann gibt es eine triviale Abschätzung. Das hier ist kleiner gleich e hoch x Quadrat. Genau. Jetzt ziehen Sie hier die Wurzel und hier die Wurzel und steht da. So, das ist einfach. Und jetzt zu der Abschätzung, die hier steht. Da muss man das Ganze ein bisschen aufblasen. Dann sieht man es nämlich. E hoch ix minus der rechten Seite 1 plus ix. E hoch minus x Quadrat halbe. Das schreibe ich komplizierter. E hoch x. Und zwar ziehe ich nämlich noch hier vorne und hinten die ersten Glieder der Taylor-Reihe ab. 1 minus ix plus x Quadrat halbe ziehe ich hier ab. Und muss ich hinten natürlich dann auch nur 1 plus ix. So. E hoch minus x Quadrat halbe. Und jetzt muss ich das, was ich hiervon abgezogen habe, ja wieder gut machen. Und das kann ich ganz einfach machen, indem ich zum Beispiel ja das Minus in Klammern 1 plus ix wieder zuzähle. Also hier hinten schreibe minus 1, was mit dem Minus ein Plus gibt.
Plus x Quadrat halbe. Genau. Genau, das x Quadrat halbe, wo kommt das her? Das ist einfach x Quadrat halbe mal 1, habe ich jetzt hier abgezogen, hier dazu gezählt, ist okay. Jetzt habe ich aber noch den Term hier ix, x Quadrat halbe, ja, den verarzte ich hinten getrennt, plus i x hoch 3, wieso Drittel? Nicht Drittel. Halbe, oder? Halbe besser. Weil es muss ja gerade das x Quadrat halbe mal ix sein. So. So. Und jetzt kann ich das Ganze nämlich aufteilen, nämlich hier das hier, upsie, das hier vorne ist von der Größenordnung x hoch 3. Und hier hinten, ja, das ist auch von der Größenordnung x hoch 3, das ist klar. Und das hier ist sogar von noch kleinerer Größenordnung, nämlich x hoch 4. Weil dieses ist ja 1 minus x Quadrat halbe plus x hoch 4 irgendwas, Sechstel oder so. Ist also von noch kleinerer Größenordnung für kleine x. Das heißt, insgesamt habe ich irgendwas, was von der Größenordnung Betrag von x hoch 3 ist. Und es das heißt nämlich gerade dieses, dass ich das Ganze so schreiben kann. Genau. Genau. Und bin dann mit dem Lemma auch fertig und kann dann zum Beweis von dem Theorem übergehen. Der kommt jetzt hier. Erste Amtshandlung ist, OBDA sage ich, ich kann dieses hier annehmen. Es ist ja so, laut Voraussetzung soll die Konvergenz so gehen. Also die Summe hier soll gegen Sigma Quadrat gehen. Und ich sage mal, ich tue mir einen Gefallen, indem ich sage, das ist immer kleiner gleich 2 Sigma Quadrat. Wenn es nicht so ist, kann man das Skript noch ein bisschen genauer nachlesen, dann multiplizieren Sie hier einfach noch Indikator dran, dass das Ganze auch kleiner gleich 2 Sigma Quadrat ist. Und den Fehler, den Sie machen, müssen Sie kontrollieren und der geht dann gegen 0. Aber ich sage jetzt einfach hier, OBDA ist das hier kleiner gleich 2 Sigma Quadrat. Das hilft mir dann gleich. Das n hier ist ein m. Und zeigen tue ich e hoch i Lambda m n t n. Kann ich mir länger angucken. Konvergiert gegen dieses hier. Und dieses hier rechts ist nämlich gerade die charakteristische Funktion der Normalverteilung. Und wenn das hier so gilt, dann konvergiert gerade mtn oben n gegen eine Normalverteilung mit Varianz Sigma Quadrat. So ist es. Das erste Gleichzeichen können wir uns mal ganz kurz angucken. E hoch i Lambda mtn. Also das mtn ist sozusagen das x hier. Und das habe ich jetzt so geschrieben. Also 1 plus ix steht da. 1 plus, achso, halt, das mtn oben n ist natürlich Summe über xs oben n, s von 1 bis tn. Das heißt, e hoch Summe ist Produkt von e hochs und die e hochs mit den xen drin schreibe ich jetzt mit dem Hilfe von dem Lemma hier. Habe ich 1 plus i Lambda xs oben n. Und e hoch minus x Quadrat halbe, also das x hier, e hoch minus, ja, x Quadrat, x ist jetzt aber i Lambda xs oben n, also minus Lambda Quadrat halbe und dieses hier plus die r's. Ja, hier weiß ich aber, da hinten weiß ich schon was. Da hinten weiß ich schon was. Ich weiß nämlich, dass
diese hier gegen Sigma-Quadrat konvergieren. Das heißt, wenn ich das Ganze hier un taufe, dann konvergieren die schon gegen den u, was gerade e hoch minus lambda Quadrat halbe Sigma Quadrat ist. Und das hinten verschwindet, weil die r's ja klein sind. Genau, das heißt, dieser Faktor hier, un, geht gegen u. Das hier vorne nenne ich tn. Und zeigen muss ich, dass das Ganze dagegen konvergiert. Das heißt, es konvergiert hier gegen... Moment. Also Moment. Also ich werde dieses Lemma hier verwenden. Gegen u oder was? Moment. Ist das i hier überhaupt richtig? Ich glaube, das i ist hier nämlich nicht richtig. Das i ist, glaube ich, falsch. Und dann stimmt nämlich alles. Das i stimmt hier nicht. Und hierhin steht nämlich gerade wieder u. Das heißt, um das Lemma jetzt zu verwenden, muss ich einfach die drei Voraussetzungen des Lemmas zeigen. Un geht gegen u, haben wir schon gezeigt. Ich muss Erwartungswert von tn geht gegen 1 zeigen. Und tn und tnun gleichgradig integrierbar muss ich zeigen. Das erste haben wir schon. Beim zweiten brauchen wir beispielsweise tnun ist gleichgradig integrierbar. Das ist wieder ein mn. Tnun, ja, das ist ja gerade so gemacht. Achso, halt, ich habe hier was. Hier gehört ganz außen drumherum natürlich ein Erwartungswert. So. Tnun selber ist gleichgradig integrierbar, weil das ist e hoch eine reelle Zahl, ist betragsmäßig also 1. Und wir brauchen noch das, ja, was brauchen wir noch? Dass die tn's gleichgradig integrierbar sind. Halt, die tn's sollen gleichgradig integrierbar sein. Und hier habe ich auch wieder einen Quatsch hingeschrieben. Das hier geht nämlich nicht gegen 0, sondern gegen 1, sonst wäre es auch komisch. Also die tn's sind erstmal die Dinger hier. Und das teile ich auf hier in das Produkt bis tn minus 1 und da hinten das Produkt bis tn. Ich schätze das Ganze nach oben ab, indem ich ja hier hinten, das lasse ich ja stehen, beziehungsweise schätze den Betrag einfach ab. Also 1 plus Lambda Betrag von xtn oben n und vorne, ach so, halt vorne. Da brauche ich jetzt das Betrag von dem Produkt hier, kleiner gleich e hoch x Quadrat halbe. Und das steht jetzt gerade hier. Das ist gerade die Abschätzung. Hinten habe ich stehen gelassen. Und ja, das hier ist ja nach Voraussetzung kleiner gleich 2 Sigma Quadrat. Da brauche ich das jetzt. Kriege also dieses hier. Und da hinten kann ich trivial abschätzen, 1 plus Betrag von Lambda mal ein Maximum. Ja, das Maximum geht gegen 0, konvergiert also gegen 1 da hinten, und zwar auch in L1, weil dieses Maximum nämlich in L1 gegen 0 geht. Also habe ich Betrag von Tn konvergiert in L1 gegen 1, also beziehungsweise ist kleiner gleich irgendwas, was betragsmäßig gegen 1 konvergiert. Hat also eine integrierbare Majorante und damit sind die tn's auch gleichgradig integrierbar. Und wir müssen noch den Erwartungswert von tn ausrechnen. Also wir haben es quasi zweitens gezeigt. Und wir brauchen noch Erwartungswert von tn konvergiert gegen 1. Ja, das ist aber gleich 1, sage ich gleich. Und zwar deswegen, weil die xs hier, die haben Erwartungswert 0. Wenn sie Erwartungswert von tn hinschreiben, dann kann man Turmeigenschaft der bedingten Erwartung verwenden und beispielsweise auf ftn-1 bedingen. Dann können Sie erstmal alle Faktoren rausziehen,
bis auf einen, nämlich den letzten. Ja, und der Erwartungswert hier, was ist denn der? Gut, erstmal 1, aber die XTN oben M sind mit Erwartungswert nämlich gerade 0, also auch die bedingten Erwartungen sind 0, wegen der Martingale-Eigenschaft. Das heißt, hier entsteht eigentlich eine 1. Jetzt sind wir einen Faktor runtergekommen, das können Sie immer öfter machen. Und übrig bleibt nämlich gerade nur die 1. Also Erwartungswert von TN geht gegen 1. Und dann wissen wir nämlich, Erwartungswert von dem Produkt hier konvergiert dann gerade auch gegen U und das steht da. Das sagt uns das Lemma von vorhin, war ja auch, Erwartungswert geht gegen U. Damit sind wir fertig mit dem Beweis von dem Theorem und können uns noch ein kleines Beispiel angucken, das wir vorher noch nicht konnten. Warum konnten wir es nicht? Wir konnten es deswegen nicht, weil wir hier, also wir wollen, dass hier irgendwas konvergiert. Das hier soll konvergieren. Und man sieht, das kann ich einfach nicht mehr schreiben als Summe von unabhängigen Zufallsgrößen. Und das konnten wir vorher einfach nicht, dass wir dann Konvergenz dafür zeigen. Ja, wie kommt es zustande? Also das hier ist ein Martingal und zwar deswegen, weil das M oben N ist ein Martingal. Die Y und I sind alle unabhängig identisch verteilt und auch beschränkt. Das beschränkt ist jetzt hier deswegen wichtig, auch wenn man es ein bisschen abschwächen könnte, um die Bedingungen dann zu checken. Und das HS ist ja fast so gut wie die Varianz, also fast 1, aber halt nicht ganz, konvergiert nur gegen 1. Und wenn Sie H gegen M um N integrieren, dann kommen Sie gerade hier auf. Also warum ist das so? Ja, das Inkrement von MT um N ist natürlich das YS, das hier, durch Wurzel N. Und das HS ist ja gerade das hier. So. Martingaldifferenz, also dieses XS hier. Und die Ys sind beschränkt. Das heißt, ja, die Summe hier hinten durch S-1 ist beschränkt durch die Schranke. Das Ys auch. Und durch Wurzel n geht es auf jeden Fall gegen 0 und zwar auch im Erwartungswert. Das heißt, die Bedingung hier ist schnell nachzuprüfen wegen der Beschränktheit von den Ys. Das heißt, die Bedingung haben wir. Wir brauchen noch die Bedingung hier. Summe der XS um m Quadrats. Das hier. Ja, kann man einfach hier sagen. Dann braucht man, dass das hier hinten nämlich gerade gegen 1 konvergiert. Das konvergiert gegen 1. Und damit ist hier vorne auch, konvergiert auch gegen 1. Also konvergiert es einfach gegen 1. So. Und der zentrale Grenzsatz für Martingale liefert mir dann automatisch, dass h oben mn zum Zeitpunkt n gegen x, was n01 verteilt ist, konvergiert. Genau. Das ist also eine Anwendung, die wir hier haben und sind damit am Ende vom heutigen Video und damit auch am Ende von allen Vorlesungsvideos für diese Vorlesung. Die Kapitel, die jetzt noch kommen, sind nur ein Ausblick. Da gibt es auch gar keine Übung mehr dazu. Können Sie sich gerne angucken. Aber ansonsten hören wir uns nur noch jetzt zu Fragestunden und zu den Videos zu den Übungsblättern. Sehr schön. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und bis bald. Tschüss.